ist immer noch um 50 Jahre zu groß, aber ja, da war, ach cool, wir haben es auf einmal Frühling, auf einmal ist der ganze Schnee weg, auf einen Schlag. Spitzwagen taut langsam wieder auf, obwohl, naja, gut, es sind 8,2 Grad, hm. Ja, ja, sieht gut aus. Next Weather Update, bla bla bla. Ich verstehe zwar nicht, was mir das jetzt im Endeffekt bringen soll, so für mich selber, aber immerhin. So, Arrivals. 5:05 Uhr, guck mal. Bam, 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 bam. Da kommt schon ganz schön viel heute. So, der erste Flug kommt so um 5 Uhr. 21:55 Uhr, 21:55 Uhr, der ist nahe noch von gestern. Die haben noch nicht umgestellt. 8 Uhr nach Vaasa oder so. Ich meine, Sevasa, keine Ahnung. Ich verstehe es. Auf jeden Fall. Hier wird schon fleißigst in tiefster Nacht gebaut. So, und zwar brauchen wir also. Ich muss es euch ja mal erklären, damit ihr das überhaupt versteht. Ach du meine Güte, guck mal, jetzt geht das, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ach du Schande, oh oh. Hui, die strömen jetzt hier mal rein und zerschießen wir mal ganz Flughafen. Nein. So. Du, ach du Schande. So. Hallo, guten Morgen. Wie geht's Ihnen allen so? So, da kommt schon das Flug. Guten Morgen. Willkommen, willkommen. Nehmen Sie bitte alle Platz. So, die bauen hier nochmal. Wir können ja während des schon mal so ein bisschen den Flugverkehr zuschauen. Wir sind schon mal zwei. Wo kommt ein großer? Ja, perfekt. Der fliegt runter nach Norwegen. Skylink, verstehe. Was ist denn das? Die da werden einfach viel zu viele Leute drauf hocken oder wie? Oder ich verstehe es nicht. Ja klar, guck mal, die sind voll besetzt immer. Natürlich gehen die irgendwann kaputt. Kann ich die reparieren? Nee. Guck mal, ich kann die nicht anwählen. Blöd. Okay. So, die zwei zwischen ab. Der Typ muss nochmal ganz kurz warten, pardon. Der will runter nach Afrika, das ist der Afrika-Flug. Ach du Scheine, guck mal, hier. So, alles einsteigen, bitteschön. So, natürlich, die haben noch keine Gate-Ceilings. Leute, das ist viel zu viel gerade. Gate-Ceiling. Einfach ein riesiges Terminal, wo einfach Leute wie Massenvieh hier einfach durchgelotst werden. So, der wird schon eifrig betankt. Der haut ab, der kommt, der haut ab, der kommt doch nicht. Leider, ich bin verwirrt. So, der, was will der? Der will noch Boarding. Boarding startet um 8.13 Uhr. Wann willst du abheben? Mon frère, excuse-moi. 10.05 Uhr. Schlecht. 8.13 Uhr? Hä? York Landing, ja. Ach, jetzt. So. Warum öffnen die nur ein Boarding? Ladies and Gentlemen, ja, ja. So, moin. Man geht doch einfach auf die Toilette, wenn du aufs Klo musst. Da habe ich jetzt schon wieder was verkackt. Nee, verkackt. So. Ich muss einfach auf den Rasen fahren. Hallo?
Er braucht da aber nur 10 Jahre für, oder? Ja, wir müssen halt ein bisschen Gas geben, tut mir leid. Ich meine, für heute sind wir schon gut ausgebucht. Mann, ist das schon wieder kaputt? Könnte ich auch mal ein bisschen verteilen übrigens, ne? Hier sind alles, hier ist alles leer, gut, hier steht auch kein Flug. Wann kommt hier der nächste Flug? 12:25 Uhr? Der hat ein bisschen Verspätung, oder wie? Sehe ich gerade so. Boah, Leute, guck mal, da kommt jetzt... Die ganze Brigade kommt hier raus. Und es leckt einfach, weil wir auf drei Stufen sind. Und die ganzen Leute, das verkraftet gerade mein Rechner nicht. Schauen wir mal, was das die hier machen. Ach du meine Güte, guck mal. Wow. Hui! Ei. Meine, warum zerstören die immer meine. Warum zerhauen die mir die ganze Zeit meine wunderbaren Gate Ceilings? Geht doch nicht. Ihr bitte doch realisch. Naja, okay. So. Natürlich sind die gerade eher mit dem Bau da oben beschäftigt, als jetzt hier Gate Ceilings reinzubauen. So, 116 Leckos Fanos. Wie viel hier? 110. Wie viel waren es hier? 115. Guck dir das mal an. 116, 115 und 100. Jetzt sind wir schon mal bei. Warte kurz. 100, 330. Ja, 320. Wie viel waren es hier? 115, 110, ne, 330 plus 341 Personen allein hier. Und da habe ich die noch nicht mal mit zugezählt, ne? Comprende, comprende. Ah, der will natürlich abheben. Was ist denn das für eine Masche? Abheben, I don't care mäßig, oder wie? 1420 will der abheben. Ist ein bisschen alt verspätet, wa? Kann ich aber nichts für. Hoffe ich. Also im Moment ist gerade ein bisschen Ruhe im Pott. Ist gerade, glaube ich, so eine Art Umschlagzeit, wo jetzt erstmal wieder die kleinen Flüge ankommen müssen. Die großen Flüge müssen mal ein bisschen. Was jetzt passiert? Contract not completed. Das war es in 3 Tagen, okay. Review contract. At least. Hä? This is blah blah blah. Ah, genau, das ist ein Vertrag zwischen uns und Papers News. Papers News ist dein Freund. Okay, das ist Werbung. Okay. Also, die wollen 256 Square Meters Area. Sollen sie eigentlich haben. 17 Shelves at your disposal. Mhm. At least 550 Sales for. Nee, also eigentlich haben die alles, ich verstehe es nicht. Kaufen die zu wenig oder wie? Oh Mann, wir haben schon ein Problem. Lalala. 54 von 4000. SL366 ist running late. Ja, eine Stunde aber nur. Was sind denn deine ganzen Leute? 0 von 8? Hä? Die kommen jetzt hier erstmal ange. Versteh's nicht. Wo sind überhaupt all meine Bauarbeiter? Die rennen hier einfach mal quer durch das ganze Gebälk.
Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass die Check-in-Desks nicht mehr hinterherkommen. So, hat der schon gebordet? Nee. Problem. 16.11 Uhr beginnt das Boarding. Wo sind die ganzen Passagiere hin? Hä? Ne, also hier passt alles bei den Großen, ne? Die freuen sich, nein. Wow, das sind ziemlich große Checklisten, die ihr da mit euch rumparkt, meine lieben Leute. Was ist das für ein Bug? Ich sah gerade aber dezent witzig aus. Okay. Also irgendwie, wow. Okay, das ist, ich weiß nicht, ob wir da jetzt unseren Flughafen so ein bisschen überstrapaziert haben. Aber man muss schon sagen, dass das schon ziemlich krass ist. So, die haben natürlich auch noch irgendwann Hunger. Den müssen wir auch noch ein Restaurant kredenzen. Aber zuerst mal will ich, dass ihr Zeug hier wegschmeißen könnt. Guck mal, trotz Kredit machen wir sogar ein bisschen Plus. Cool, 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 cool. Na klar. Texas Loan Payback. So, dann bauen wir den jetzt mal. So, die Gate Seedings fliegen nicht mehr rein. Na, Glückwunsch. Okay, wir schauen mal, dass wir jetzt hier. Bis hierhin haben wir das gebaut. So. Pardon, da muss ich gerade ganz kurz niesen. Okay. Ich sag ja immer, was raus muss, muss raus. Ja, keine Ahnung, was wir da hinstellen. Vielleicht stellen wir da ein Blümchen. Och nö. Oder hat sich das jetzt gerade erledigt? Boarding 0 von 8. Glückwunsch, die sitzen jetzt alle da und fragen sich. Nee, hä? Von dem kein Anwesen. Wo kommen, wo schienen denn all die Leute? Wow, okay, das sind ganz schön viele. Japan, Sato-Rennen. Oh, eine Gefahr, Sato-Rennen, aha. So. folgendes. Wo ist jetzt hier die Wand? Mann, Wand, wo ist die Wand? Wand, Wand. So, la 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 la. So, das reicht schon. Zum einen beim Gesinge, zum anderen. So, dann haben wir ja. 8. Hier haben wir 7. Mal gucken wir mal. Das ist so passt. Was ist das so? So, das sind 6. Das hier sind 5. Das bedeutet, wir reißen das noch raus und dann bauen wir da noch eine Wand rein. Wand, 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 Wand. Items. Da ist Structures. Wall. Na, gucken wir mal. 8 und 8. Areas. Food. So, dann könnt ihr endlich mal was Leckeres essen. Sign Contract. Guck mal, die haben's. Ne, zum Beispiel die Bienen können wir jetzt hier nicht annehmen. Das wird die zu klein. Die können wir wiederum annehmen. Valentino ist auch zu klein. Cici's Italian Kitchen. Haben wir 6 Kaffee Fridges. 6 Kaffee Fridges. Okay. Kaffee Fridges. Machen wir wieder was so was ähnliches wie bei uns im Sushi-Restaurant. Okay. Kaffee Fridge. Weil mit einem italienischen Laden Kaffee Fridge mit Kuchen drauf. Vielleicht Tiramisu oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wolltest du haben, oder? So. So, bitteschön. Ja, ich stehe jetzt hier falsch rum. ja, aber das ist japanisch. Das ist kulturelle Differenzen. Kann man das so einstufen? Ja, ich denke schon.
So eine Pärchentische gibt es hier nicht, entweder du setzt dich zu anderen Leuten dazu oder. Das ist halt Pech gehabt. Man kann es eben so sich doch mal nicht anstellen. Sieht jetzt hier einfach aus wie draußen auf dem Dom, nur vielleicht mal ein Stück bequemer. Ups. So, und dann vielleicht hier noch eine Large Plant. I don't even know where. There and there. And. Können wir hier vielleicht sogar so einen richtigen botanischen Garten machen? Guck mal. Bum, bum, bum. So. Okay, dann sign a contract mit Zizis Italian und Italianski. Sein. Dann kriegen die jetzt hier noch einen Flor rein. Flor und zwar aus so einem Braunton. Schön. So. Jetzt geht schon wieder der FPS in die Knie, weil jetzt die ganzen Leute kommen. So, und hier sieht man, dass da ein bisschen arg dunkel aus, aber es kann. Können wir leider nicht beleuchten. Oder zumindest wüsste ich jetzt nicht wo. Secure so ein Exit. Falls ihr da eine Ahnung habt, könntest du mal gerne mal dezent in die Kommentare schreiben. Jetzt, Baggage System. Na Glückwunsch. Cargo Bay. Used for unloading and offloading cargo. Ja, genau, das war. Das sieht schon mal witzig aus. Okay, das müssen wir so rumbauen. Warte kurz. Haben das da? Das bedeutet, das muss theoretisch. Bums. Ja. Genau. Dann haben wir hier ein. So, und zwar. Folgendes, das ist jetzt folgendes, und zwar, ne, die, ganzen, also wir haben dann später ein Fahrzeug, was dann die ganzen, Sachen durch die Gegend karrt. So, wir brauchen hier nochmal ganz kurz ein, das reißen wir hier einfach raus, zwei auf der Seite, ups, bis zu zwei auf der Seite, perfetto, lass die mal ein bisschen bauen. So, hier brauchen wir noch coole. Hier ist jetzt einer im Pott. Hier ist keiner. Nur auf den allen, da sitzen alle drauf, wie so sind die Hühnchen auf der Stange. Ist doch nicht gut. Guck mal, hier ist auch nichts los an den Check-in-Desks. Okay, der fliegt ab, der fliegt ab, der fliegt auch gleich ab. Okay. Alles gut, bis dato. No problemo. So, einchecken, einchecken, einchecken. So, die lotsen wir alle noch ganz kurz durch das Security. Warum stellen die sie vor allem da an, wenn da keine Schlange ist? Also einige Leute verstehe ich ja auch nicht, ne? So. Hier, da kommen ein paar Leute. Ich meine, auf der Seite steht keiner. Warum stellt ihr euch alle auf der anderen Seite an? Ist die so attraktiv? Hier rennen unsere Leute mit den ganzen Kisten durch die Gegend. Klar, wie kommen sie sonst nach draußen? Das müssten sie von hier irgendwie so und dann hier. Oh gut, die könnten eigentlich auf dem Service Road laufen. Überfahren werden sie da in Klammern hoffentlich nicht. So, Structures. Wir brauchen jetzt eine Service Road. Ein Service. Service. Folgendes. Wir brauchen einmal hier und einmal hier, damit das cool ist. So, das ist nämlich hier der Part, wo dann die ganzen Gepäckwagen kommen. Hier werden die ganzen Gepäckstücke auf die Gepäckwagen draufgeschmissen und hier schmeißen die Gepäckwagen wiederum die Gepäckstücke drauf. Das heißt, die Leute, die ankommen, die dann auch wieder gemütlich bei einem Art Ausgabeding holen können. Also wer schon mal im Flugzeug geflogen ist, weiß, da ist dann so eine Art Rondell und darauf fahren dann die ganzen tollen Koffer und da kann man dann so lange warten, bis man dann irgendwann feststellt, dass sein Koffer verloren gegangen ist. Ne? Also selten mal, dass man da seinen Koffer abholen kann, aber ich habe schon von Fällen gehört, da soll das tatsächlich möglich sein. So,
Folgendes! Warum schon beschleunigt? Ich weiß es nicht. Okay, mal schauen. So. Jetzt haben wir tolles Baggage Cargo Bay. Mir fehlt aber gerade noch was. Und das müssen wir anscheinend auch erforschen. Das müssen wir anscheinend separat erforschen. Das wusste ich jetzt nicht. Trail Scanner. Ist das das? Nee, glaube ich nicht. Warte ganz kurz. Sieht alles gut aus. Also wir müssen da noch ein bisschen warten. Wir können ja schon mal beginnen mal. Ne, die können da nicht hinfliegen. Ist hoffentlich jedem klar. Wir brauchen da natürlich irgendwelche Underground Belts, also unterirdische Fließbänder, wo dann die ganzen Gepäckstücke möglichst schonend da durch die Gegend kutschiert werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die? Diese waren bei Items, hier ganz unten. Da. Nö. Das sind die hier. Und zwar müssen wir die so rum. Ja, das ist nämlich das Problem. Wir hätten die halt eben nicht so. Oh, wir hätten die nicht aufeinander drauf bauen sollen. Das ist jetzt blöd. Ärgerlich. Weil jetzt verbinden die sich und das wollen wir nicht. Vielleicht funktioniert das auch so, aber ich denke gerade nicht. Jetzt das Underground Belt. Nee, wir brauchen definitiv ein Overground Belt, der dann ins Underground Belt reinmündet. Also, es wird halt leider nicht anders übrig. Wir werden es mal so probieren. Ups, das war eins zu falsch. Pardon. Nein. Kein Baggage Bay, sondern hier an Overground. Jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege. Underground Belt, so, der kriegt das. Ja, genau, die kriegen das alles hin. Wir brauchen hier nochmal. Overground Belts. Nein, immer noch nicht Underground Belts, so. Ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert. Ich bin mir unsicher. Und jetzt müssen wir die bis dahin kutschieren. Ihr werdet euch jetzt gleich wundern, hä, warum so weit? Da kommt aber noch was. So. Und fürs erste, also wir lotsen die schon mal definitiv da rein. Jetzt könnt ihr das mal bauen. Währenddessen wird hier noch fleißig weiter geforscht. Wie sieht es mit unserer General Animation aus? Die kümmern wir uns gerade überhaupt nicht. Aber auch irgendwie verständlich, weil die brauchen hier viel mehr Aufmerksamkeit. Unsere Passagiere, die dafür auch bares Geld bezahlt haben. Also klar, die General Animation bezahlen natürlich auch bares Geld dafür, aber naja. Okay. Ja, guck mal, hier stellen sich schon die ganzen Leute an. Stell dich auch mal nicht so an. Ja, das ist ein bisschen blöd hier gerade. So, okay. Sieht so gut aus. So, mal schauen, wie weit ist das denn jetzt hier in der Economy bei dem Procurement. Oh, General Package Scanner. Und guck mal gerade ganz kurz E-Mail, was will der hier? Okay, guck mal, das ist Golden Opportunity Pay Quick. Was weiß ich, irgendein Spam-Mail. Schmarrn. Gut, eine Stunde und noch eine Stunde, noch eine Jota-Stunde. Währenddessen kämpft unser Flughafen hier gegen den dauerhaften Flugverkehr. Der ist ja echt abartig. So, rein flugplantechnisch sind wir. Hatten wir heute keine Small Stands. Morgen haben wir schon das Problem, dass dann gar niemand mehr kommt. Das ist ein Problem. So, nein, halt. Man, vor allem, ich muss das mal ganz kurz nachschauen, ansonsten kann ich heute Nacht nicht gut schlafen. So, wenn ich jetzt hier Skylink. Ja, guck mal, ich kann hier auch einfach auf X gehen, aber es wäre doch viel zu kompliziert. So, NAS. Nö, keine. Nicht so was.
NAS, das klingt doch besser. So, 16. Wow. Okay, ich hoffe, da haben wir uns keinen Scheiß aufgebunden. Das war es aber hoffentlich kein Medium, ne? Marple bietet auch Medium an. Oh, oh. Bitte nicht, ich will nicht schon wieder. Natürlich war es Medium. Wir müssen einen Contract mal ganz kurz offen und da würde ich sagen, Marple, das ist uns schon so gut, lang und gut gedient, du, dich schieben wir hier mal durch. Accepted. So, NAS, das ist uns zwar ganz kurz und gut gedient, aber... So, Medium. So, 16, ne? Dann können wir den canceln. Der war auf HD 14, der... Weil wir haben jetzt noch Flüge, ne? Das war ja der... Was fehlt uns jetzt noch? Also irgendwie, ja. Naja, ist ja auch irgendwo zu Wurst. Morgen kommt Marple. Darauf müssen wir gefasst sein. Die Marpels kommen. So. Die Kanadier. Und morgen kriegen wir die sogar ziemlich gut durch. Und noch am Dienstag früh sollten die auch fertig sein. So. Mit minimalen Abständen kommen die jetzt hier reingesegelt. Was haben wir hier noch? Skylink, Montag. War das da wieder ein bisschen Betrieb hier auf dem Flughafen? Wir hatten ja sonst so wenig. Hust, hust. So, Skylink. Skylink, 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 Skylink. Ach du meine Güte. Wenn wir uns da nicht die Roses vorgenommen haben, meine Herren. So. Mehr Contracts für Kleine. Wir brauchen nochmal ein paar Kleine. Kleine, kleine, kleine. Marple, bla bla bla. Das sind alle drei Sterne. Oh, hier Stripe Air. Klingt gut. 5 Success für Flights. So. Factor Rider, right. So, schauen wir mal hier. Skylink, nö. Stripe Air. Ach ja, natürlich Glückwunsch. Wir verschieben den ganz ans Ende. Und jetzt, wenn er da feststeckt, dann haben wir halt ein Problem. So, das war ein bisschen blöd gerade. 7 Successful Flights. Jetzt setze ich mal das CLM, mir was Gutes angedreht hat. Ja. Montag. Ach du Scheiße. Leute, guckt ihr euch das doch mal an. Also wenn unser Flughafen da nicht überfordert ist, dann haben wir echt was goldrichtig gemacht, meine Leute. Du Schande, du Schande, ach du Schande. Hm. Dienstagmorgens kommen jetzt hier noch ein paar CLM-Flüge, aber ansonsten...